Engineering is our DNA. Das ist der Slogan der 1920 in Freudenstadt gegründeten Robert Bürkle GmbH. In den 102 Jahren Firmengeschichte hat sich das Unternehmen als weltweit führender Hersteller für Pressen und als Vorreiter für Beschichtungstechnologien aufgestellt. Hier im Schwarzwald entsteht Maschinenbauqualität made in Germany. In den 70er Jahren sind wir hier an diesen Standort umgezogen. Der wurde sukzessive vergrößert. Die Bereiche wurden erweitert, von Holzindustrie angefangen, über nachher dann die Multilayer-Elektronikindustrie, Pressen und jetzt auch noch zusätzlich Photovoltaikindustrie. Bürkle ist sehr breit aufgestellt in den verschiedenen Produktbereichen, weltweit tätig. Wir sind einen sehr hohen Prozentsatz exportorientiert und beliefern ja, die ganze Welt. Kunden sind sowohl die Industrie als auch das Handwerk. Mit der Robus Eco, dem kleinsten Spritzautomat, bietet Bürkle eine Einstiegslösung in das automatisierte Spritzlackieren für Tischlereien. Die Robus Eco kann zum Beispiel bei Personalmangel den Lackierer ersetzen. Zum Bedienen der Maschine ist lediglich ein Anlagenbediener nötig. Wir integrieren diese Maschinen gerne in Gesamtanlagen. Das bedeutet, wir können Beschickungen, Abstapelungen, Trocknungstechnik, Reinigungsmaschinen integrieren, alles zu einer Gesamtanlage. Bedeutet in diesem Fall einen großen Vorteil für den Tischler, dass er mit einem Mann die komplette Anlage bedienen kann. Er braucht niemanden, der die Teile auflegt oder abstapelt in den Hortenwagen hinein. Und somit kann der Kunde nachher auch Personalkosten sparen, kann die Maschinen nahezu autark laufen lassen, braucht sie nur noch besichtigen, dass eben keine Fehler passieren. Außerdem bietet sie hohe Flexibilität für die Produktion. Wir können drei verschiedene Farben gleichzeitig auf der Anlage eingerüstet haben. Somit kann ich per Knopfdruck einfach einen Farbwechsel machen, dass ich sehr schnell Filterwechsel, alle wartungsrelevanten Teile erreichen kann. Also die Filter kann ich über Kassetten einfach nach außen ziehen, kann die sofort tauschen. Ich brauche nie in die Maschine klettern, um irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Ich brauche nie auf die Maschine klettern, um irgendwelche Wartungen vorzunehmen. Somit bin ich in jedem Lebenszyklus der Maschine eigentlich relativ sicher aufgestellt, dass ich keine zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen brauche oder ähnliches. Und das sind Punkte, die nicht alle gleich haben. Bürkle hat weltweit über 450 Mitarbeiter und ist ein Sondermaschinenbauer. Das heißt, hier gibt es keine Serienfertigung, sondern jede Maschine wird exakt auf den Kunden und seine Bedürfnisse zugeschnitten. Wir fertigen diese Anlagen speziell auf die Kundenwünsche. Das wird im Vorfeld in einem Produktengineering-Team mit dem Kunden zusammen und auch mit dem Rohstoffhersteller zusammen die Anlage konfiguriert, designt und festgelegt, welche Funktionen sie alle haben muss und welche Fertigungsmöglichkeiten sie erfüllen muss. Und dann wird die Anlage für diesen Kunden so gefertigt. Es sind Einzelkomponenten, die natürlich öfters mal vorkommen, aber die Gesamtanlage an sich ist eigentlich fast immer Losgröße 1. Der Blick in die Fertigungshallen bei Bürkle zeigt eine Robus Eco, die gerade in der Endmontage und ungefähr 80% fertig ist. Der Einlauf- und Auslaufbereich sowie Teile der Verkabelung fehlen noch. Wir haben eben extrem Wert darauf gelegt, zum einen auf die Zugänglichkeit in der Maschine, zum anderen natürlich die Stabilität im Rahmen. Also man kann auch sehen, oben die Achse ist relativ massiv ausgeführt. Also bei diesen Anlagen, wir haben eben Farbschläuche verbaut und so weiter, kann es immer mal passieren, dass mir die Farbe eintrocknet, dass ich dann alle Schläuche austauschen muss. Um das zu machen, muss ich eben an diese Schläuche auch rankommen, muss die neu verlegen. Und somit ist es sehr wichtig, dass ich an diese Bereiche relativ einfach rankomme. Genauso die Wartung, Zugänglichkeit ist wichtig. Also ich habe eben 20 bis 25 Hübe pro Minute. Das heißt, da kommt schnell mal über 1 Million Hübe in kürzester Zeit zusammen. Da muss ich meine Riemen noch mal kontrollieren, muss nachschauen, ob alles noch eingestellt ist sauber. Und da kann ich eben bei der Anlage speziell sehr gut rankommen. Brauche nicht auf eine Leiter steigen, brauche nicht irgendwie in 3 Meter Höhe arbeiten, sondern kann das direkt vom Boden aus erledigen. Ziel des Spritzlackierens mit einer Maschine sind perfekte Ergebnisse. Die gibt es aber nur, wenn der Rahmen vibrationslos bleibt. Die Arme oszillieren bis zu 25 Mal pro Minute. Dadurch muss ich eben diese ganzen Schwingungen, die dort entstehen können, die muss ich im oberen Bereich auffangen und darf sie nicht auf den Rahmen übertragen. Deswegen muss der Rahmen besonders steif sein und oben alles schwingend gelagert, dass ich das eben aufnehmen kann. Und das ist das Wichtigste am Spritzautomat. Weil wenn ich Schwingungen in den Rahmen kriege, dann kann es zu Verschmutzungen wegen Staub oder sonstigen auf den Werkstücken führen.
Martin Brümmerstedt ist Projektmanager sowie Produktmanager für den Bereich Spritzlackieren bei der Robert Bürkle GmbH. Hier ist er sozusagen groß geworden. Ich bin seit 1999 bei der Firma Bürkle, habe da meine Mechatroniker-Ausbildung gemacht. 3,5 Jahre, war dann knapp 10 Jahre als Servicetechniker für Lackieranlagen weltweit unterwegs. Habe die Anlagen aufgestellt, in Betrieb genommen bis zur Abnahme vom Kunden. Bin dann danach noch auf eine weiterführende Schule, auf eine Technikerschule in Tettnang am Bodensee gegangen. Habe da meinen Automatisierungstechniker gemacht und bin seitdem im Entwicklungsbereich bei der Firma Bürkle. Und in diesem Entwicklungsbereich hat Martin Brümmerstedt die Chance bekommen, einen komplett neuen Bereich aufbauen zu dürfen. Mit neuen Produkten, den Robus Spritzlackiermaschinen. Natürlich ist es ein Prozess, so eine Maschine, die Entwicklung der Maschine. Es wird erstmal die Anlage konstruiert hier, dann haben wir natürlich einen Prototypen gemacht, haben ihn untersucht und haben daraufhin nochmals optimiert. Das sind mehrere Schritte, bis die Anlage dann wirklich serienreif ist für den Endkunden. Die Schritte sind wir seit 2015 in etwa nach und nach gegangen. Dann haben die Maschine serienreif gekriegt und haben mit sehr vielen verschiedenen Versuchen, auch hier im Technikum oder auch bei Kunden vor Ort, eben sichergestellt, dass diese Prozessabläufe jetzt zu 100% funktionieren. Die Robus Eco. Flexibles Lackieren für die Tischlerei auf Industrieniveau. Made by Bürkle. Made in Germany, Freudenstadt.